Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Among Us. Wir haben ja mittlerweile schon echt ziemlich viele Folgen gemacht, aber ihr kennt es ja, es wird einfach nicht langweilig. Und ich habe in dieser Folge einmal als Imposter gespielt und naja, ich war ein bisschen langsam. Aber natürlich, ich möchte euch wieder mal nicht zu viel verraten, Leute, und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und bewertet sie. Andi, was hast du heute gegen mich? Oh Gott. Ja, Marie, schafft's ja sonst nicht. Dafür hat sie heute auch schon oft den dritten Imposter gemacht. Ach du Scheiße. Hallo. 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 Zweite. What the fuck? Ich habe unten beim Start den Botagger gefunden. Unten am Start? Am Loungepad, ja, danke. Also so unten im Gang, aber unten in der Mitte im Gang. Ja, ich bin zum Schluss gelaufen. Das hätte ja so ein Schlüssellichtkill gewesen sein können. Keine Ahnung. Also ich habe mich am Anfang direkt gescannt, nachdem Citrus vom Scanner runter ist. Davon ausgehen, dass er am Start direkt gekillt wurde von den Nachzüglern. Also ich war jetzt die ganze Zeit im Reaktor, dann ging das Licht aus, dann wieder an und dann bin ich runter. Das Ding ist, also da scheint ja wohl keiner wirklich irgendwas zu wissen. Was ich aber weiß, ist, dass Marie mit mir oben in Engine war, genauso wie Cindy. Ja. Und Marie ist tot. Ich bin aber schon... Marie ist auch tot? Ja. Ja. Ich bin aber schon unten. Also, ich habe Marie auch da zuletzt gesehen. Mhm. Ich glaube, da war auch noch eine zweite Person da. Beim Reaktor rechts, da wo man die Kristalle zusammenfügt. Da bin ich gerade, das mache ich gerade. Da bin ich auch gerade gewesen. Hä? Da sind so viele Leute? Also, bei der Aufgabe wurde ich gerade unterbrochen, bei der Kill, beim Fund. Okay. Frage, wo also ist Johanna gewesen? Ganz kurz, dann könnt ihr weiter. Ich bin gerade wieder raus, also ich habe beim Reaktor dieses 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 Zeug gemacht. Bin dann raus, weil ich zum O2 da oben gehen wollte. Bei den 1 bis 10 habe ich dich aber nicht gesehen. Doch, da war ich aber. Oh, so viele komische Aussagen. Ich habe keine Ahnung. Also haben wir jetzt irgendeinen Verdacht? Der One nicht, weil der hat sich gesagt. Ja, wer hat jetzt für mich? Könnt ihr mal euer Hass gegen mich ablegen? Naja, dafür hast du schon zu viel Scheiße gemacht. Danke, okay. Okay, perfekt. Ah, ich muss ein bisschen ein Cindy schießen, damit ich nicht zum Verdacht gerate. Ich hätte unten einfach nicht fertig machen sollen. Ja, weil dann hätte ich nämlich
müssen langsam mal loslegen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe eine Leiche gefunden. Hallo. Hallo. Wo? Wahrscheinlich hier im Y. Vorher getötet oder nur gefunden? Nur gefunden. Ich bin gerade oben zu Auto, weil ich habe mir gerade die Gießkanne geholt und wollte da Blümchen gießen. Und dann ist der Dingster-Button aufgeblinkt. Ich habe direkt gedrückt. Also das ist aber genauso gelogen. Ich habe dich die ganze Zeit da unten gesucht, als das Licht ausging und bin dann extra da oben rein. Da bist aber nicht raus. Sondern du kamst von außen dann auch nochmal kurz in den Raum rein. Hä? Wir waren unten beide ja. Und als ich die Gießkanne geholt habe. Ja. Du bist dann noch da geblieben, ich bin hochgelaufen und wollte die Blumen gießen. Ja, aber davor, du hast doch nie... Davor war ich bei der Wetterstation. Okay. Also ich habe ja, okay. Immer Johanna auf jeden Fall... Ich hab Johanna auf jeden Fall... Du bist aber sehr oft gewesen. Was? Jetzt hab ich einen. Was hast du? Was? Also ich habe Johanna auf jeden Fall unten am Balkon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auf dem Balkon stand, also da wo die Wetterstation ist. Aber gerade nicht zuletzt, also ich bin gerade an der Wetterstation. Die ist mit mir dann hochgelaufen. Okay. Du bist an der Wetterstation? Ja, ich bin runtergelaufen, nachdem die Lights gefixt wurden. Aber die wurden doch erst vor 3 Sekunden gefixt. Ja, das Ding ist, irgendjemand hat da die ganze Zeit die Schalter runtergedrückt und ich dachte mir so, fuck die shit, ich mache jetzt meine Tasks weiter. Das waren wir beide, du Nase. Ich bin nach unten gegangen. Ja, ich war auch am Schalter, Blink war auch mit dabei. Achso, da war mit Sophia, okay. Da waren einige, da dachte ich mir, okay, ihr bekommt das auf die Reihe, ich gehe nach unten und meine Tasks machen in der Cafeteria. Cafeteria? Das ist schlecht. Cafeteria ist okay. Oh, haben wir jetzt einen Verdacht? Kurze Frage, haben wir einen Verdacht? Ja. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die meisten werden eh mich nehmen. Warum? Wieso auch immer. Keine Ahnung, ist das so. Ich sag's dir, da ist immer einer. Ja, ich bin's nicht. Wie oft noch? Übrigens habe ich nur noch eine Task und dann bin ich fertig. Hey, warte mal. Schau mal hier. Wir müssen uns beeilen. Danke, dass du gedrückt hast. Was passiert? Oh, ich habe hart Angst vor Johanna. Die ist mir vorhin hart hinterhergelaufen. Also doch die erste Vermutung richtig, oder was? Also diesmal halt... Und der One war halt auch da oben auch. Aber warte ganz kurz, aber weil die blinkt die ganze Zeit, Pascal hat gedrückt. Sorry. Ich habe nur gedrückt, weil ich mal wissen wollte, wie weit die raus sind. Ach so. Ich würde gerne das machen, aber... Also ich habe Johanna und der One, glaube ich, und im Dingens gesehen, im Admin. Ich baue gerade das zweite Mal Kristalle zumindest. Admin? Du meinst also ich habe jetzt gerade... Laborator meine ich, genau. Ja, Laborator. Entschuldigung. Ja, genau, ich bin da auch. Stimmt, ich habe ich auch gesehen, richtig. Das ist einfach... Also ich habe auf jeden Fall mit Johanna und Dossi habe ich vor der Schleuse gewartet, ja. Die ist dann zugegangen. Und dann waren wir auf einmal zu viert in der Schleuse drin, das weiß ich. Und dann sind wir alle nach oben. Ja. Aber wer da jetzt genau war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war ich... Wollte so 4 Stück, glaube ich. Okay, ich glaub, mit wem sind wir da nochmal reingegangen? Aber mal rein rechnerisch haben wir jetzt noch keinen einzigen Imposter, ne? Das heißt, noch kein Doppelkill. Aber seid ihr safe, dass es Johanna ist? Johanna ist mir einfach so hart hinterhergelaufen gerade. Das Ding ist, ich glaube nicht, ich habe auch keine Task mehr. Ich glaube es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Aber also wir uns fehlt nur noch ein bisschen. Lasst einfach die Task fertig machen und gut ist. Haben wir gewonnen. Ja, können wir machen. Ja, bin dafür. Es ist nur noch ein Millimeter oder so.
Ja, ich müsste eigentlich nur noch den blöden Kristall zusammenziehen. Ich glaube, dann ist er fertig. Das habe ich schon zweimal probiert und wurde unterbrochen. Wer votet mich denn? Ich. Warum? Bauchgefühl. Ich habe gesehen, dass du dich gescannt hast. Ja, einfach Spaß. Ach so. Pff, Arsch. Okay, ich habe die richtige Position erwischt. Wir müssen uns beeilen. Zeit jetzt, wenn wir so. Schade, Andi. Schade. Hä? Und wo lag die Leiche? Unten in Cafeteria. Da, wo Johanna und ich die ganze Zeit rumgelaufen sind, weil unsere Tasks fertig sind. Andi unten links bei den Abschießdingen war. Dann ging das Licht aus und ich, bei mir ploppte auf einmal der Button Report auf. Und Johanna ist tot. Und der One ist aber auch tot und ich habe ihn zusammen mit Dosti nach oben gehen sehen. Ja, wir haben ja noch zwei Gegner. Also einer davon ist Andi. Wieso ich? Aber ich hab Knauke auch. Warte mal. Weil du der Einzige warst da unten, der sie hätte umbringen können, Alter. Ich hab gerade unten meine Meteoritenschießen gemacht und dann war dunkel, ich bin hochgelaufen. Aber es könnte auch ein Self-Report von dir sein und mir die Schuld, weil die Tasks bald durch sind. Also ich hab noch eine Task offen. Ich hab auch noch eine Task, wobei gerade eben war es zwei. Ich war oben im Greenhouse und habe da oben links diesen komischen Schalter umgelegt und bin dann wieder Richtung Laboratory unterwegs zu meinen Kristallen zum dritten Versuch. Ey, Blink. Ja, bitte. Wie geht's dir? Ja, ganz schildkrötig und dir. Also wie gesagt, ich sag's so, wie es ist, ich war's nicht. Andi und Cindy. Hä? Pascal, ich war unten, hab Meteoriten gemacht und will jetzt hoch in den Reaktor meine Dings, meine letzte machen. Du bist ja zusammen mit One nach oben gelaufen. Wer ist mit One hochgelaufen? Dossi. Ja. Pascal war da gar nicht in meiner Nähe, der ist doch komplett durchgelaufen. Der war gar nicht da. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit auf mich zu schieben? Ich nicht. Nee, nicht du. Sag doch mal, was du gemacht hast. Ich habe meine letzte Task gemacht. Und was? Das mit den Kristallen alles trennen. Das ist daran ein starkes Ding, der war einfach nicht da. Bei mir war der nicht im Bild. Den musst du zusammensetzen. Bei mir war der nicht im Bild, wie hat er mich gesehen? Die Kristalle sind oben, ich bin unten. Er kann mich niemals gesehen haben. Dad. Er kann mich nicht gesehen haben. Ja, ist okay. Ist okay. Also ihr verdächtigt mich und schmeißt Dossi jetzt raus. Ja, okay. Keiner. Aber ich glaube, du hast Self-Report gemacht, safe. Okay. Wie kann er mich denn gesehen haben, wenn das Licht aus ist? Alles. Wie kann er mich gesehen haben, wenn das Licht aus ist? Das kann nicht stimmen. Irgendwas läuft da falsch. Ja, weil sie mich jetzt rausvoten wollen. Jetzt wird gleich ein Dings-Button gemacht. Weil die doof sind. Das macht keinen Sinn. Wie hat er mich gesehen? Er kann mich nicht gesehen haben. Es war erstens dunkel und zweitens war er nicht da. Aber Pascal, ernstgemeinte Frage, wie hast du mich gesehen? Weil bei mir warst du nicht auf dem Bild. Pascal war bei mir niemals im Bild in dem Moment.
the fuck? Könnt ihr mal... Oh, zumindest mal die erste Runde überlebt. Hallo. Guten Tag, also ich bin gerade vom Launchpad in Medbay, hab geguckt, wer da so ist und bin dann hoch und wollte zum Reaktor. Und da bin ich einer Leiche von Drake entgegengekommen. Oder halt drüber gestolpert. Einer? Und wo ist die zweite? Die andere Hälfte ist leider verschwunden, ist die Spawn. Ach so, da lag nur die Keule, alles klar. Hast du was gesehen? Nur, dass gerade die Tür von der dem Gang da halt zugegangen ist. Danke. Ja, so, die Tür ist zugegangen, aber ich habe niemanden gesehen. Ich habe nur ein paar Leute in Medbay gesehen. Pascal und doch wen. Andy und Botecker. Genau. Ja, bei Botecker kam aber ziemlich spät dazu und ich weiß nicht, ob er die Task hat. Der war quasi rechts von der Tür. Also von vor der Tür? Schleuse. Also ich kann Pascal safen auf jeden Fall, weil ich stand in der Warteschlange. Ich kann Dossi safen, die stand mit mir im Office. Gibt's da so eine richtige Warteschlange? Ja, ja. Von wegen Warte? Ja. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Was? Für eine Warteschlange? Nee, alles gut. Findet's mal selber heraus. Ja, ja. Aber ich kann... Okay, also habt ihr einen Verdacht? Ich hab halt niemanden gesehen. Den ganzen Abend ist der Kerl still. Jetzt fängt er an zu reden. Das ist hat das wer ich? Suspicious. Wer ich jetzt oder wer? Nee. Du redest den ganzen Abend. Okay. Der Mann in Rot. Was hat Steffen gemacht? Ich stand neben Citrus und Busche, also ich bin da safe. Wie tief war Drake in dem Gang? Es ist. Ja, direkt in der Tür. Oder von oben, was weiß ich. Langsam auf, soll ich denn das beschreiben? Lag halt mitten im Gang. Okay, Johanna, das ist irgendwie komisch. What the fuck? Gegen mich? Direkt drauf, die also, die Aussage war jetzt ein bisschen... Hätte ich jetzt nicht geskippt, dann wäre es raus gewesen. Kann ich jetzt mal in Ruhe hier meinen... Ja, also Pascal ist safe und ich bin auch safe. 2x Pascal. Aber was sind das jetzt für Bilder? Wieso 2x Pascal? Hab ich ihn 2x gesehen oder was? Der Pascal bleibt jetzt bei mir. Schön gemacht, Blink. Hast du super gemacht, Blink. Das war ein schöner Versuch, Blink. Stark gemacht, Blink. Ja. Boah, ich bin so froh, dass ich gerade noch aus diesem Haufen rausgelaufen bin. Ja, richtig. Ja. Aber der Versuch war schön. Ich hab dich Schlitz gemacht. Ja, Blink hat einen Steckel machen. Und alle sind halt rausgelaufen in dem Moment. Es war einfach so unlucky, ne? Ihr habt alle eine Sekunde den Schritt gemacht Richtung Seite. Na, ich hab mich bewusst hinter euch gestellt, ich stell mich nicht mehr hinter. Nee, aber da standen auch trotzdem mit 4-5 Leute drauf und dann sind alle gleichzeitig raus, außer eine arme Sau. Ich weiß halt nicht mehr, wer. Aber dann so, okay, das Deckel gibt's ja, scheiße, schnell rausgeht. Moment, ist das jetzt safe? Ich hab nichts mitbekommen. Ja, Blink ist safe. Ja. Blink hat gerade den Deckel für sich. Komisch, Knauke, ich hab's nicht mitbekommen, sonst hörst du immer zu. Hallo, ich bin im Loungepad, hallo? Ah ja, was machst du in deinem Loungepad bei Dings? Wahrscheinlich Aufgabe. Diese Schildkröte da abholen. Oh, war ja, aber war denk aber dran, dass du eine Minute nicht dort stehen bleiben musst, ne? Das vergesse ich jedes Mal. Komisch, weil es war nicht gerade Emergency. Warum stehst du dann am Launchpad rum? Ich bin noch nicht dort gestanden. Ich bin auf dem Weg dahin und bevor ich die Aufgabe annehmen konnte, war dringend. Ja, das war Cyprus sowieso, der mich gewundert hat. Ja, das war. Obwohl er weiß, dass ich. Diesmal nicht. Die anderen machen. Ja.
Ich dachte mir das so, oh Gott, wo ist er hin? Was hat das für eine Aktion? Was war das jetzt? Ey, Drake ist tot. Nauke? Drake ist in der ersten Runde gestorben. Anfang an tot. Ah, ey, er war der Erste. Ey, Aufmerksamkeitsspanne, ey. Aber alle, nee, ey. Wieso sind gerade so viele tot? Warte mal, Dossi ist gerade nur neu dazu gekommen. Es ist gerade nur Dossi gestorben. Erzähl mal. Ich bin in Admin rein und da lag Dossi. Nee, Knauke, pass auf. Ganz, ganz klares Ding. Ich stand gerade nämlich nebenan im Office und habe gerade fix also die Lichter wieder gefixt. Aus dem Office kam jemand raus, als ich in Admin rein bin. Das war ich. Und du bist vorher schon, nachdem ich von Greenhouse kam, in Admin mit Dossi zusammen rein. Dann bin ich in Office gegangen, habe da gerade fixen Geiz gemacht und dann bist du ganz komisch nochmal da reingelaufen in Admin. Und hast gerade auch schon in der letzten Runde einen richtig komischen Call gemacht. Und zwar, dass du als einziger beim Launchpad warst, obwohl der Rest von uns zum Reaktor gelaufen ist. Also ich glaube, das ist Knauke. Im Launchpad ist nach wie vor eine Aufgabe. Und du könntest ja, wenn du im Office warst, vorhin mit Admin Dossi getötet haben. Das ist genauso eine dumme Aussage. Aber Dossi kam mir vorhin entgegen, als ich von O2 in Richtung Reaktor gelaufen bin. Was? Hä? Nee, Dossi liegt im Admin tot. Ich glaube, es ist Knauke, weil die Aussage ziemlich. Also, die beiden Aussagen jetzt. Und wie also gesagt, du bist jetzt beschuldigt, dann sag ich, es ist Marie. Warte mal. Johanna war mit dem Reaktor. Ja, genau, Johanna, du warst gerade noch in dem Tunnel drin. Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich bin von O2 Richtung Reaktor. So, dann habe ich euch beide da an der Schranke getroffen. Ah, dann ging okay. Das Licht aus. Ah, okay. Aber warte mal, von O2 Richtung Reaktor? Du bist doch von oben durch die Säule runtergekommen. Richtig. Ja, da oben ist doch O2. Nein. O2 ist rechts. Hä? Wollt mich doch verarschen, oder? Also für mich ist der O2 ist der Garten. Ja, der Garten, ganz oben. Du mich beschuldigst. Hä? Also Jana ist für mich gewendet. Ja, glaube ich auch. Was habt ihr denn immer wenn ich es nicht bin, sagt ihr, ich wende? Ja, weil O2 nicht im Reaktor ist. Los, Brenner! Okay. Was ist denn das jetzt? Laufen jetzt alle vier zusammen rum oder was? Okay, ja, ich glaube auch. Habe ich mir nämlich genauso gedacht. Er braucht viel zu lange für diese Task. Und der Reaktor? Das Problem ist, Pascal und ich müssen uns halt safen, weil wir wissen, dass wir es nicht sind. Euer Ernst? Hm? Vor der Schleuse liegt jemand tot. Darf ich kurz? Mhm. Genau, okay, ich habe mal eine Frage. O2, ne? Und für Johanna, das ist rechts oben bei der Garten. Ja, ganz oben. Sag ich so. Doch. Wenn du auf die Map guckst, ist O2 höher als der Reaktor. Also ganz oben. Was ist mit dir? Hä? Du bist vorhin aus dem Reaktor rausgekommen. Oh, warte, ich bin in den Reaktor reingelaufen.
Da, wo Office und Admin ist, meinst du? Ganz kurz, Knauke, ich habe mal eine Frage an dich. Du hast da diesen Filter. Ganz schön warst du ganz schön fix, oder? Was, am Anfang? Nee, ja, jetzt gerade. Vor, keine Ahnung, im O2 oben, der Filter. Bist hin und bist zeitgleich mit mir weg. Nee, ich war gerade im Reaktor mit zwei Leuten, mit Citrus und dir. Davor? Davor war ich bei euch, weil ich nicht alleine laufen wollte. Wo seid ihr eigentlich aber überhaupt? Aber O2 war ganz am Anfang. Wir stehen neben dir im Reaktor. Ganz am Anfang. Neben mir, ich bin gerade erst auf dem Weg zum Reaktor gelaufen. Ich war gerade in Edmund, hab da meine letzten Tasks gemacht und bin dann überall hingelaufen, nach oben, nach unten und hab euch gesucht und wollte zum Reaktor, um zu gucken, ob ihr da seid. Also im Reaktor sind wir zu dritt, Husche, Citrus und ich, wobei ich im Gang bin, nach unten gerade wollte und dann kam der Alarm. Also das Ding ist, warum killen wir jetzt nicht einfach gar keinen und laufen zusammen rum? Ja, ganz cool. Machen wir. Aber wer ist denn komm, das wäre mal so ein richtig schöner Call. Wir laufen jetzt einfach alle zusammen rum und machen unsere Tasks. Wir sind zu viert reingelaufen. Zu viert? Ja, und Knauke und Marie sind runter. Also könntest du oder Knauke. Ich glaube, ich habe Andi und ich safe sind. Bis zum Schluss bei dir und Andi fast. Ah, Johanna ist es. Ich bin's nicht. Ja, wer hat wohl Knauke gewählt? Wer hat wohl Knauke? Also ich hab geskippt. Kallen. Hab doch an der Tas. Hallo. Hallo. So, lass uns Johanna rausschmeißen. Ihr gerade versucht, Knauke rauszuschmeißen. Hä? Ja, hab ich, weil. Warum auch nicht? Weil wir gerade doch geklärt haben, dass wir zu viert rumlaufen. Ja, ja. Sind wir doch jetzt auch zu viert. Ja. Weil ich würde. Dein Tötungsversuch auf Knauke nicht funktioniert hat. Ich würde das Meeting trotzdem weglassen. Also trotzdem kein Voten. Was? Und wir machen jetzt die letzten zwei Tasks. Ja, gut. Können wir machen. Ich habe aber keine mehr. Ich habe noch eine. Es könnte aber auch gut Pascal sein, weil er möchte die ganze Zeit. Ich bin gesaved von. Nee, Johanna. Johanna, Pascal ist es wirklich. Nein, Johanna. Johanna, Pascal ist es safe nicht. Nur kurz. Ich diskutiere nicht, ich will nur safe gewinnen, in der Hinsicht, dass wir jetzt die scheiß zwei Tasks fertig machen. Ja, dann skippen wir. Mehr als verraten konnte sie. Die versucht jetzt wieder Knauke rauszuschmeißen. Wenn Johanna jetzt versucht, Citrus zu belasten, dann macht sie das noch mehr verdächtig. Das Problem ist aber, ich traue Knauke nicht. Pascal, das ist mein Problem. Ja, aber das war doch gerade extrem auffällig von Johanna. So, warum sollte sie Knauke wählen? Skip einfach, weil dann sind wir in der Überzahl und es fliegt keiner raus. Ich hab doch auch geskippt, was ist mit dir? Ja, die Knauke hat sich dann selbst gewählt, oder was? Ja, du hast gerade sogar noch zugegeben. Du hast gerade noch zugegeben, dass du ihn gewählt hast. Ja, aber ich rede doch von jetzt, mehr. Ich hab jetzt geskippt. Ach, du bist so eine Quatschbacke. Andi, skipp doch einfach. Das ist so eine Quatschbacke. Ich hab sie gewotet, by the way. Warum, Alter? Pascal, ich hab sie gewotet. Das ist kein Scheiß. Lass dich komm mit. Oh, sorry. Ah, ist das dumm. Ich hab sie gewotet, Chat. Ich hab sie gewotet. Da muss ja Knauke auch geskippt haben. Oh, wait. Das heißt... Das Problem ist, ich weiß es nicht. Ich gehe von aus, dass es Knauke ist. Ich glaube nicht, dass es Johanna ist. Ja, irgendwer von den Geistern hat keinen Bock auf Tast, ja, hab ich auch das Gefühl. Die Geister bitte auch ihr Tast machen, danke. Ist, dass wir die beiden alleine lassen.
Was ist denn das jetzt hier? Ich hab gerade gesehen, wie die gute Johanna. Genau, Knauke. Sehr gut. Ich hasse dich, Andi, weißt du das eigentlich? Und der arme Husche war das Opfer. So ein Arsch! Das war Knauke, Mann! Wenn du mich jetzt wählst, kannst du ne? mich überzeugen. Du hast gerade versucht, Knauke rauszuwählen. Und ja, selbst, weil er gerade Andi getötet hat. Wenn du nicht böse bist, war das der Move, der eigentlich das Game kaputt gemacht ja, hat. Definitiv. Weil, also, du hast keinen Grund, wenn wir sagen, wir skippen, auf einmal Knauke zu wählen. So null. Ja, aber komisch, dass ich dann später mit meinem Verdacht richtig liege, weil er gerade Andi getötet hat. Ja, einer von euch beiden war es, weil Andi, der Idiot, natürlich auf also euch stehen ganz, bleibt. Ganz ehrlich, sie hat gerade neben mir Husche getötet. Nein, habe ich nicht. Wir bringen Johanna um. Also, da müssen ja, wir nice game, Knauke. Viel Erfolg, danke. Citrus. Genau. Ja, dann war das dumm, Knauke zu wählen, ganz einfach. Also nee, es war schlau, weil ich ja mit meiner Vermutung richtig liege. Ja, genau. Genau. Warum also, bin ich der Idiot? Also, Einbildung ist auch eine Bildung. Knauke. Ey, Pascal. Pascal, ich war richtig. Ich stand, nein, die haben sich beide mich reingestellt. Ich wollte auf den Button drücken. Oh.